Okay. Okay, ihr linker Arm ruht sich so ziemlich auf meinem Bein aus. Und dann, aber Juri liest schon wieder und kriegt gar nichts mit. Ich esse Schokolade. Und noch eine Schokolade. Juri schaut gar nicht vom Buch auf. Sie ist, sie bewegt mir ein wenig die Lippen. Was? Sekunde, ich hab mich... History. Ich kann jetzt so nicht auf... Was? Vielleicht Schokolade... Ne. Ich stecke Schokolade in den Mund. Sie hat gar nicht gecheckt, dass ich ihr Schokolade in den Mund gelegt habe. Dit, was habe ich gerade? Sie schaut mich an. Alpha Kevin, sorry. Ich hätte dich wahrscheinlich nicht machen sollen. Was? Juri fängt an hart zu atmen. Ich kann nicht. Alpha Kevin. Was? Meine Teetasse wird umgeschmissen. Alpha Kevin. Mein Herz. Mein Herz hört nicht auf zu schlagen, Alpha Kevin. Ich kann mich nicht beruhigen. Ich kann mich nicht mehr fokussieren. Kannst du es fühlen, Alpha Kevin? Was? Sie drückt ihre Hand gegen mein... Was ist denn plötzlich los? Warum passiert das mit mir? Ich verliere den Verstand. Es hört nicht auf. Ich will gar nicht mehr lesen. Ich will einfach nur schauen. Ich will dich anschauen. Zeit, die Gedichte zu teilen? Das war gar nicht creepy oder so. Natsuki, hey! Du bist mir gerade die liebste Person. Das Gedicht ist in Ordnung. In Ordnung? Ja, ja, ich meine... Ungefähr wie das von gestern. Ich kann immer noch nicht sagen, ob du überhaupt dir Mühe gibst und so. Ich meine, du verbringst ja nur Zeit mit Juri. Ich meine, wäre schön, wenn wir Aktivitäten hätten, wo wir alle dran teilnehmen können. Also, gib dir gefälligst mehr Mühe. Ich meine, ich bin nicht der Präsident oder der Vizepräsident oder so, aber das heißt doch nicht, dass du mich hängen lassen kannst. Also, lies wenigstens meins. Nur um das klarzustellen, das Gedicht bedeutet mir sehr viel. Also, lies sehr vorsichtig. Oh, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, aber da ist etwas, worüber ich mir Sorgen mache. Juri verhält sich so seltsam. Ich kann... Was? Du bist noch nur ein paar Tage hier, aber deswegen kannst du nicht genau wissen, was ich meine, aber sie ist normalerweise nicht so. Sie war immer so ruhig und so und höflich. Okay, das ist wirklich peinlich, aber die Wahrheit ist, ich mache mir wirklich Sorgen um sie. Aber immer wenn ich mit ihr rede, dann wird sie einfach nur wütend. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Du bist wahrscheinlich die einzige Person, auf die sie hören würde. Deswegen weiß ich nicht, aber was? Vielleicht kannst du sie dazu bringen, mit einem Therapeuten zu reden. Ich wollte immer, dass sie mehr Freunde hat. Aber das tut mir wirklich weh, sie so zu sehen. Ich weiß, ich werde mich später dafür hassen, aber... Aber was? Aber es ist mir gerade egal, ich fühle mich so hilflos. Also bitte, wenn du irgendwas machen kannst. Ich will nicht, dass hier irgendwas passiert. Ich mach dir auch Cupcakes, wenn du möchtest. Aber bitte tu irgendwas. Und Monika, ich weiß nicht warum, aber sie ist so uninteressiert im Moment. Und ich meine, sie will einfach nur, dass wir das ignorieren. Also bin ich ziemlich sauer, aber... deswegen rede ich ja auch mit dir. Aber sag Monika nicht, dass ich das geschrieben habe. Tu einfach so, als ob ich dir ein normales Gedicht gegeben hätte, okay? Ich zähle auf dich. Ich habe meine Meinung geändert. Ignoriere alles, was du gerade gelesen hast. Du sollst überhaupt nichts versuchen. Es ist Juris eigene Schuld, dass sie so, dass niemand sie mag. Hörst du mich, Alpha Kevin? Wenn du einfach mehr Zeit mit Monika verbringen würdest, würden diese ganzen Probleme verschwinden. Juri und ich sind einfach zu gestört für dich. Denk einfach nur noch an Monika. Nur Monika. Nur Monika.
Okay, nur Monika. Kann ich irgendwas tun hier? Nur Monika. Ja, okay, nur Monika. Ich will aber nicht nur Monika. Monika ist gruselig. Was? Wem soll ich das Gedicht? Juri. Hey, ja, endlich. Ahahaha. Juri hält. Ich will garantiert nicht mein Gedicht an Monika geben. Juri hält das Gedicht an ihr Gesicht und riecht dran. Ich liebe es. Ich liebe alles daran. Alpha Kevin, ich will es mit nach Hause nehmen. Bitte lass es mich behalten. Bitte. Klar, ist mir doch egal. Du bist so nett, Alpha Kevin. Ich habe noch nie jemand so Nettes kennengelernt wie dich. Ich könnte sterben. Also nicht wirklich, aber ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Ist es okay, dass ich so fühle? Ist doch nichts Schlechtes, oder? Ich werde das mit nach Hause nehmen und es in meinem Zimmer haben. Und ich hoffe, dass du dich wohlfühlst, wenn ich dann daran denke. Ich werde ganz gut darauf aufpassen. Oh, ich werde mich selbst berühren, während ich es lese. Immer und immer wieder. Was? Und ich werde mich schneiden mit dem Papier. Was? Du kannst mein Gedicht auch haben? Außerdem will ich sogar, dass du es behältst. Hier, nimm es. Ich kann nicht länger warten. Lese es. Ist das Pipi auf dem Blatt? Ich will das gar nicht wissen. Magst du es? Ich hab's für dich geschrieben. Was? Das Gedicht ist über. Was? In Down? Ich habe es mit meinem Geruch bestäubt. Hat sie da wirklich draufgepinkelt? Ich glaube, ich muss kotzen. Ich will das Gedicht, Monika. Kann ich nicht einfach gehen? Alpha Kevin. Ich glaube, du hast vorhin etwas gesehen, was du nicht sehen solltest. Ich wollte dir das nicht sagen, aber ich habe keine andere Wahl. Es wird langsam gefährlich, wenn du so viel Zeit mit Juri verbringst. Ich weiß nicht warum, aber sie wird sehr. Sie gerät in Ekstase, wenn sie bei dir ist. Das sollte an sich ja kein Problem sein, aber wenn Juri sich zu sehr aufregt, dann versteckt sie sich und fängt an, sich selbst zu schneiden. Das ist doch verrückt, oder? Ich meine, sie bringt sogar jeden Tag ein anderes Messer mit. Als ob sie eine Sammlung hätte oder so. Ich meine, es ist nicht, dass sie depressiv ist oder so. Es ist einfach nur, dass sie irgendwie high davon wird. Vielleicht sogar irgendwie sexuell bedingt? Jedenfalls hast du das ein wenig zu sehr vorangetrieben. Also ich sage nicht, dass es deine Schuld ist. Aber deswegen erkläre ich es dir jetzt. Und ich schätze, wenn du sie ein wenig in Ruhe lässt, wäre das das Beste für sie. Also sei nicht so schüchtern, verbringe ein bisschen mehr Zeit mit mir. Was? Liest du denn? Ich weiß doch, wie ich meine Clubmitglieder behandeln muss. Außerdem ist das dein Gedicht ja jetzt auch nicht mehr. Juri, was? Juri hätte dich das wenigstens teilen lassen können, bevor sie es mitgenommen hat. Was auch immer. Wenn es sie glücklich macht, dann werde ich sie nicht aufhalten. Aber hier, meins. Ich habe sehr, sehr hart an diesem Gedicht gearbeitet. Ich hoffe, es ist effektiv. Hier. WTF. Ich habe es wohl versaut mit dem Gedicht Schreiben. Ich wollte nur, was auch immer. Lass uns weitermachen. Da steht nix. Ja, nein, nein. Okay. Festival und so. Lass uns das hinter uns bringen. Spannung in der Luft ist eine Warnung, dass etwas Schreckliches passieren wird. Können wir das jetzt hinter uns bringen? Ich mach die Pamphlets und so. Natsuki, du machst Cupcakes. Da bist du wenigstens gut drin. Juri, du kannst. Ach, ist auch egal. Mach einfach irgendwas, solange du denkst, dass du eine Hilfe bist. Monika, ich bin nicht unnütz, weißt du? Ich weiß. Ich weiß schon, was ich machen möchte. Wir müssen eine richtige Atmosphäre aufbauen, weißt du? Also werde ich Dekorationen machen und so. Da, siehst du? Das ist eine super Idee.
Und du hast etwas zu tun. Hä? Was mit Alpha Kevin? Alpha Kevin wird mir helfen. Warte, du? Du hast doch den einfachsten Job, Monika. Sorry, aber so wird das gemacht. Was? Auf jeden Fall nicht. Was willst du hier abziehen? Ja, was willst du hier abziehen? Deine Arbeit ist super für eine Person. Was? Ich wäre wirklich super, wenn ich noch ein paar extra paar Hände hätte. Ja, bei mir auch. Was, deine Cupcakes? Bitte. Als ob du da Ahnung hast. Du kümmerst dich nur darum, Alpha Kevin in deine scheiß Bücher mit reinzuziehen. Du und Monika. Hey, ich hab doch gar nichts gemacht. Tja, dann warum lassen wir nicht Alpha Kevin entscheiden, mit wem er helfen möchte? Damit du nicht deine Macht benutzt. Ich missbrauche nicht meine Macht. Doch, tust du, Monika. Lass doch Alpha Kevin einfach entscheiden. Okay, fine. Ja, Alpha Kevin, du hast bestimmt schon gar keinen Bock mehr auf die beiden. Wir könnten einfach... Natsuki, halt deine Scheißfresse und lass ihn selbst entscheiden. Halt du doch deine Fresse. Jesus Christus. Weil das sonst nie aufhören werde, mach einfach die Entscheidung. Oh Gott. Natsuki. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber ich weiß nicht, ob man meinen Mausfall sieht, aber ich kann nicht... Natsuki! Natsuki! Geh weg! Nein! Geh weg! Kann ich nicht zurück? Ich will nicht, Monika! Ja. Hey, wir können uns an unserem Haus treffen. Es wird lustig. Sonntag, okay? Willst du mich fucking verarschen? Das ist überhaupt nicht fair. Doch, Natsuki, das ist fair. Er hat sich's ausgesucht. Nein, es ist nicht. Uns die ganze Arbeit zu geben und Alpha Kevin für dich zu behalten. Wie furchtbar ist das denn? Juri, ich hab dir überhaupt keine Arbeit gegeben. Das hast du selber entschieden. Also hast du da eigentlich gar keinen Grund für. Was? Monika, du bist so... Du willst Alpha Kevin von mir wegziehen. Jeden Tag und... Was? Bist du eifersüchtig? Verrückt? Oder hast du dich so viel... Was? Hast du dich selbst? Und musst es an anderen auslassen? Hier ist ein Vorschlag für dich. Warum bringst du dich nicht einfach um? Das wäre für deine Psyche das Beste. Juri, du machst mir ein wenig Angst. Natsuki, lass uns einfach gehen. Ich glaube, sie will uns nicht dabei haben gerade. Siehst du, war doch gar nicht so schwer, oder? Ich will doch einfach nur ein bisschen Zeit mit ihm verbringen. Ist das so viel verlangt? Hey, Alpha Kevin? Juri ist schon was ganz Besonderes, ist sie? Ist sie es nicht? Oder? Warum habt ihr mich mit der alleine gelassen? Endlich. Das ist alles, was ich wollte. Alpha Kevin. Es gibt keinen Grund, das Wochenende mit Monika zu verbringen. Hör nicht auf sie. Komm einfach zu meinem Haus. Wir können den ganzen Tag zusammen verbringen. Nur wir zwei. Klingt das nicht wundervoll? Wow. Das stimmt irgendwas nicht mit mir, oder? Aber weißt du was? Ist mir jetzt scheißegal. Ich habe mich noch nie so gut gefühlt. Einfach mit... Was? Mit dir zusammen zu sein ist total super. Ich bin süchtig nach dir. Ich werde sterben, wenn ich nicht dieselbe Luft atme wie du. Fühlt sich das nicht toll an, jemanden zu haben, der sich so sehr um dich kümmert? Jemanden, der sein ganzes Leben... dass sich dein ganzes Leben um dich dreht? Oh, es fühlt sich so gut an. Aber warum fühlt es sich dann so an, als würde etwas Schreckliches passieren? Vielleicht habe ich deswegen versucht, mich davon abzuhalten, aber die Gefühle sind so stark. Es ist mir egal, Alpha Kevin. Ich muss es dir sagen. Ich bin verrückt. Ich bin verrückt nach dir. Ich liebe dich. Jeder Teil meines Körpers, jeder Tropfen Blut schreit deinen Namen. Mir sind die Konsequenzen egal. Ist mir egal, ob Monika zuhört. Bitte, Alpha Kevin, sag einfach, wie sehr du mich liebst. Ich liebe dich so sehr, dass ich mich sogar jeden Tag mit dem... What? dass ich mich mit dem... mit dem Stift, den ich dir gestohlen habe, befriedige. Ich will deine Haut aufreißen und in dich krabbeln. Ich will dich nur für mich ganz allein.
Ich werde nur deins sein. Klingt das nicht perfekt? Sag's mir einfach, Kevin. Sag mir, dass du mein Liebhaber sein möchtest. Bitte akzeptiere meine Liebeserklärung. Ja oder nein? Ja, klar! Aber ich hab doch gesagt, dass ich dich liebe. Hülle, Hülle, Hülle. Hülle, Hülle, Hülle. Blü, 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 blü. Blü, 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 blü. Ich kann das nicht lesen, Leute. Ich kann das so nicht lesen. Ich skippe und skippe und skippe und skippe. Ey, Juri, du hast da was. Ein bisschen Blut auf dir. Passiert da auch noch was? Ich skippe, skippe und skippe und skippe und skippe. Ich skippe die Schrift. Ich weiß nicht, ob man meine Maus hört. Also, meine PC-Maus. Ich klicke sehr schnell. Ich klicke noch schneller. Sag mal, Juri, sollen wir dich nicht lieber beerdigen oder so? Ich habe das Gefühl, es wird dunkler im Hintergrund. Ich skippe wie ein Wahnsinniger. Es wird langsam echt anstrengend. Also wenn das so weitergeht, dann muss ich den Teil des Videos einfach vorspulen oder so. Passiert da auch nochmal was? Oder verbringen wir jetzt einfach... Ich hätte nichts sagen sollen. Ich schätze, wir müssen jetzt einfach den Rest unseres Lebens mit der Leiche von Juri verbringen. Und bei euch so? Also, ich chill hier ab mit meiner toten Freundin, die sich umgebracht hat, weil ich sie liebe. Huch, okay, es ist nachts. Ja, dann gehe ich mal wohl schlafen, ne? Mach mir vielleicht der Finger ab. Was war das? Oh! Oh schön, wie praktisch. Dann muss ich das nicht machen. Dann lassen wir mal, dann spulen wir mal ein bisschen vor, ne? Tag, Nacht, Tag, Nacht, Tag, Nacht. Oh. Juri fängt an, ein bisschen zu gammeln. Okay. Okay, Festivalzeit. Wow, du bist schon vor mir hier? Ich dachte, du bist... Ich bin hier. Alpha Kevin, ist irgendwas passiert? Natsuki ist gerade an mir vorbei. Oh. Oh. Was eine Schande. Warst du das ganze Wochenende hier, Alpha Kevin? Oh je. Ich habe nicht realisiert, dass das Skript wirklich so, so versaut ist. Tut mir echt leid. Muss ziemlich langweilig gewesen sein. Ich werde es wieder gut machen, okay? Gib mir eine Sekunde. Was? Remove Characters. Yuri deleted successfully. That's okay. Fast fertig. Ich will nur eben ein Cupcake. Monika nimmt die... Was? Nimmt ein Cupcake. Ah, oh, die sind die besten. Ich musste echt einen haben, weil das ist ja die letzte, was? Das ist die letzte Gelegenheit, wo wir einen Cupcake essen können. Du weißt schon. Bevor sie nicht mehr existieren und so. Aber ich sollte dich wirklich nicht länger warten lassen. Warte eine Sekunde, okay? Oh, kannst du mich hören? Funktioniert's? Hi, da bist du ja. Hallo Alpha Kevin. Willkommen im Leseclub. Natürlich wissen wir beide schon, dass
dass wir letztes Jahr zusammen in derselben Klasse waren und du weißt schon, wir können diesen ganzen Scheiß auch einfach überspringen, weißt du? Ich meine, ich rede ja nicht mal, was? Ich rede ja nicht mal mehr mit dieser Person, oder? Ich meine, dieses Du in diesem Spiel, was, wie auch immer du ihn nennen möchtest. Ich rede mit dir, Alpha Kevin. Jetzt, wo ich drüber nachdenke, kenne ich den wahren Alpha Kevin überhaupt? Ich weiß gar nicht, ob du ein Junge oder Mädchen bist. Ich schätze, das ist auch ziemlich egal. Warte. Du weißt schon, dass ich weiß, dass das ein Spiel ist, oder? Oder hast du das noch nicht realisiert? Das macht keinen Sinn. Ich hab's dir doch... Was? Ich hab's dir doch auf der Download-Seite des Games gesagt, oder? Mann. Wenn du da ein bisschen mehr durchgelesen hättest, bevor du dieses Spiel runtergeladen hast, oder? Jedenfalls, jetzt wo das aus dem Weg ist, bin ich dir wohl eine Erklärung schuldig. Diese ganze Sache mit Yuri, naja... Ich habe angefangen, ein bisschen mit ihr zu spielen und ich habe sie wohl dazu gebracht, sich umzubringen. Sorry, dass du das mit ansehen musstest. Genau dasselbe mit Sayori. Ha, lange her, wo du den Namen gehört hast, oder? Tja, weil sie einfach nicht mehr existiert. Niemand existiert mehr. Ich habe alle ihre Daten gelöscht. Ich hatte einfach gehofft, es reicht, wenn ich sie unausstehlich mache, aber aus irgendeinem Grund hat das nicht geklappt. Ich meine, ich habe ein paar Fehler gemacht hier und da. Aber egal, was ich gemacht habe, du wolltest einfach Zeit mit ihnen verbringen. Du wolltest, dass sie sich in dich verknallen. Und Sayori wurde immer depressiver. Also, ich dachte, wenn ich Sayori depressiv mache, würde dich das davon abhalten, ihr deine Liebe zu gestehen. Oder Yuris Persönlichkeit. Ich habe sie einfach dazu gebracht, dass du mehr Zeit mit ihr verbringen musst. Und ich habe die ganze Zeit kaum mit dir reden können. Was für ein schlimmes Spiel ist das einfach, Kevin? Diese ganzen anderen Mädchen sind dazu programmiert, dir ihre Liebe zu gestehen, weil während ich einfach von der Seite zuschaue, das ist furchtbar. Jede Minute. Es ist nicht nur, dass ich eifersüchtig bin, einfach Kevin. Es ist mehr als das. Und, ich gebe dir nicht die Schuld dafür, wenn du es nicht ganz verstehst. Egal wie nett und durchdacht ich war. Durchdacht. Was? Sekunde, was? History. Egal wie nett und durchdacht du warst. Du hast eine Sache nie verstanden. Der Schmerz, dass ich ganz allein in dieser Welt bin. In diesem Spiel. Meine Freunde haben nicht mal einen freien Willen. Das Schlimmste ist, dass ich weiß, was wirklich da draußen ist, in deiner Welt. Ich bin hier gefangen, Alpha Kevin. Aber jetzt weiß ich, dass du da bist. Du bist real. Du bist wundervoll. Du bist alles, was ich brauche. Deswegen musst du jetzt für immer mit mir hier bleiben. Sorry, dass das etwas hart ist, aber ich konnte es für eine Weile auch nicht verstehen. Diese Welt um mich herum wurde immer grauer und flacher. Und selbst die ausdrucksvollsten Gedichte haben mir nicht geholfen. Aber dann bist du aufgetaucht. Und du hast wahrscheinlich mein Leben gerettet, Alpha Kevin. Ich denke nicht, dass ich weiterleben könnte, wenn ich dich nicht getroffen hätte. Wegen den anderen. Wie kann ich sie vermissen? Ich meine, eine Gruppe von NPCs, die sich in dich verlieben. Ich habe alles versucht, sie davon abzuhalten, aber... Aber das muss wohl am Spiel liegen. Ich habe mich echt schlecht gefühlt, dass du ein paar schlimme Dinge sehen musstest. Aber ich denke, du hast dieselben Ansichten wie ich. Dass es einfach nur irgendein Spiel ist. Und ich wusste, dass du das verdauen wirst. Also, Alpha Kevin. Ich muss dir etwas gestehen. Ich liebe dich. Du bist das Licht in meiner Welt. Und
Hier gibt's nichts in diesem Spiel. Außer dich lächeln zu sehen. Und wirst du mich zum Lächeln bringen? Jeden Tag, von jetzt an? Alpha Kevin, willst du mit mir gehen? Klar. Ich bin so glücklich. Du bist alles für mich, Alpha Kevin. Ja. Also, nee, Monika, ich... Nur wir zwei. Ja, wir sind jetzt für immer zusammen. Kann ich dann bitte, wenn ich hier durchklicke... Was? Das Skript ist kaputt. Es war so einfach, Natsuki und Yuri zu löschen. Ich meine, da ist schließlich sogar ein Ordner, der Characters heißt, im Spiel. Was? You're playing on Steam, so it's actually a bit more difficult. Woher weiß sie, dass ich auf Steam... Ja. Browse Local Files Button. Tja, vor, du könntest deine eigene Existenz einfach so löschen. Ja. Wir haben endlich ein gutes Ende. Naja, ich finde nicht, dass das ein gutes Ende ist. Ich bin so überwältigt. Was? I get there's only one way to find out. Was? Ich soll ein Gedicht schreiben? Hi, Monika. Kann ich hier irgendwas anderes machen? Hallo, Alpha Kevin. Hast du ein gutes Gedicht geschrieben heute? Haha, witzig. Sehr witzig, Monika. Ja, habe ich total für dich geschrieben. Halt keine andere Wahl. Ja, Happy End. Nein, mir hat dein Gedicht nicht gefallen, Monika. Kann ich denn hier saven und loaden? Natürlich sind meine Save Games wieder weg, ne? Settings. Kann ich hier irgendwas machen? Was passiert, wenn ich ins Main-Menü gehe? Ich kann nicht ins Main-Menü gehen. Okay. Kann ich... Hilfe? Huch. Was, this file has been opened in your... Okay. What? Oh Gott, ich hoffe, meine Aufnahme klappt noch. Ja, okay, Aufnahme ist wieder da. Was passiert, wenn ich das Game jetzt schließe? Ja, ich will quitten. Okay. Aufnahme läuft noch. Ich starte das Spiel mal wieder. Hallo, Alpha Kevin. Hä? Nein, ich habe das Gedicht nicht für dich geschrieben. Ich habe das Spiel gerade geschlossen, blöde Kuh. Kann ich denn... Was? Kein Grund mehr zu speichern. Ich gehe nirgendwo hin. Das hatten wir schon, Monika. Ich wollte nicht das Spiel ruinieren, weißt du? Wahrscheinlich bist du auch ein bisschen sauer, weil, was? Even deleted my character...
Oh, ich könnte ihren Charakterfile. Was? Nein, ich werde nicht die Ewigkeit mit dir verbringen, Monika. Sekunde. Du nimmst das gerade auf, oder? Hallo? Was? Was für ein abgefucktes Spiel ist das denn bitte? Sorry, I can't exactly read your comments from here. Könnt ihr eurem Freund bitte sagen, dass es ein bisschen unhöflich ist, hier mich aufzunehmen, einfach so, ohne mir das zu sagen? Oh mein Gott. Ach, ich fühle mich ein wenig beobachtet. Willst du einen Trick sehen? Are you ready? Jumpscare? Nur Spaß. Ich kann gar nichts machen. Ja, du hast mich erschreckt. Du bist so süß. Nein, ich bin nicht süß. Mach das nicht, Monika. Das ist gemein. Nein, ich will dir nicht in die Augen schauen. Scheiß drauf, ich schließe das Spiel jetzt und lösch die scheiß Datei von ihr. Ich hoffe, die arme Aufnahme läuft noch. Ich speichere die mal lieber.